So, Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wie ihr seht, ich habe mir eine kleine Dirtmauer gebaut, einfach aus dem simplen Grund. Hier sind ein paar Viecher, die uns ein bisschen ans Leder wollen. So. Ja, und die hätten mich eigentlich gekillt, deswegen musste ich offline jetzt mal kurz die kleine Dirtwand basteln in der Hoffnung, dass die uns rettet. Was die auch gemacht hat. Darüber war ich echt froh. Da hinten ist ein Creeper, der kann uns aber nichts. Weil wir sind auf der anderen Seite. Gut, wir müssten nochmal wieder nach unten, obwohl unten ist nix, also wirklich rein gar nichts mehr. Redstone haben wir ja schon uns gekrallt. Deswegen nützt das jetzt auch nicht mehr so viel. So. Haben wir hier. Boah, ein Zombie mit dem Eisenschwert. Alter Schwede. Weil was die Viecher drauf haben, möchte ich lieber nicht ausprobieren. So, haben wir uns noch schnell das gekrallt. Das Problem ist jetzt einfach wirklich. Ach ja, genau, da geht es eine Etage höher. Die können wir uns eigentlich auch noch mal kurz angucken, weil da oben ist Eisen. Ne? Und ihr wisst ja, wie ich auf Eisen abfahre. So. Bei Eisen ist das wirklich so, ich vergöttere Eisen einfach. Wo Gronkh mit seiner Kohle gerne einen drauf abgeht, geht mir hier einer bei Eisen einer. So, da ist noch ein Creeper, um den müssen wir uns kümmern. Vorher essen wir aber noch mal einen kurzen Apfel, bevor uns das Ding um die Ohren fliegt. Uff, okay, das war schön Damage. Das ist mittlerweile ja keine Ahnung, wie viel ist der Creeper, der jetzt hier schon mittlerweile auf die Idee kam, dort zu detonieren. Dennoch müssen wir hier hoch. Das Problem ist jetzt, das mit dem Wassereimer-Trick konnten wir dort jetzt nicht anwenden wegen den ganzen Fackeln. Die werden dann weg und dann werden da wieder Monster gespawnt. So, hier haben wir eigentlich kein Eisen mehr, ne? Nö. Autsch. Hier unten ist ja auch nichts mehr, was uns irgendwie ansatzweise ein bisschen was helfen könnte. Was ja auch eigentlich relativ schade ist. Ach komm, lass uns mal mit dem Zombie fighten. Hey, welcome to the Fight Club. Oh Mist, es besteht ja immer eine ganz geringe Drop-Chance auf das jeweilige Item, was der Kerl in der Hand hält. In dem Fall war halt eben die geringe Drop-Chance auf das Eisenschwert, was ich wirklich sau gerne hätte. Das Problem ist, wir finden hier momentan hier unten keine weiteren Diamanten mehr. Was ich relativ schade finde. Mittlerweile sieht es auch mit der Mine auch schon sehr einsam aus. So voll ist sie auch nicht mehr. Gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen hier oben um. In der Hoffnung, dass wir hier was finden, was uns ein bisschen weiterhelfen könnte. Was aber nicht so gut aussieht. Wenn ich mir das hier so angucke. Da habe ich aber schon bessere Looting-Orte gesehen. Ah, Tag, Creeper. Gut, hier ist wirklich nichts mehr. So, haben wir hier auch nochmal eine Fackel hin. Das heißt, hier haben wir wirklich. Ich sehe, übersehe einfach mal eiskalt das. Okay. Das ist wirklich armselig, das einfach mal zu übersehen. Bin ich aber froh, dass ich da hochgeguckt habe. Boah, 36 Eisen. Alleine nur hier, weil wir hier durch die Gegend forsten. Ist ja schon echt irre. Da oben ist noch Kohle. So, noch die Kohle haben wir uns auch noch gekrallt. So. Ach, und das war schon mit der Kohle. Ja, das war mal schön. Frage, haben wir eigentlich noch? Ja, wir haben noch eine Eisenschaufel mit. Da war ich mir jetzt nämlich nicht so sicher, ob wir noch eine Eisenschaufel dabei haben. Nachdem, wenn man sich nicht so sicher ist, sollte man das dann auch nicht machen.
Im Grunde, wir könnten uns ja eigentlich mal hier rauf buddeln. Ah ja, genau, das ist der Abschnitt. Gut. Da können ja Slimes spawnen, was auch relativ praktisch ist. So, und dann ziehen wir uns hier auch nochmal kurz das Eisen. So. Bin ja schon heilfroh, dass wir hier überhaupt noch irgendwas auftreiben können. So langsam wird es hier mager. Aber wir müssten mal ganz nach oben. Da, allein schon wegen dem Eisen da. Ja. Wäre natürlich geil, wenn wir hier das Enderportal finden würden. Nee, das ist sehr unwahrscheinlich. Boah, Eisen! Alter, ist das viel! Ich will das Eisen! Ich will das Eisen! So. Dann haben wir uns jetzt hier noch das Eisen kurz gekrallt. So, danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. So, jetzt kommt die GEMA. So. Boah, ohne Scheiß, ne? Wir haben. Wie wir das hier ausbeuten, ne? Unglaublich. Die Minen sind ja mittlerweile schon echt erschöpft. So, danke. Wir müssten eigentlich mal hier hoch. Ach, das noch mit dem Kobelstein. Ja, das krall ich mir auch noch mal. So. Ah ja, das war hier. Da seht ihr das, was ich sehe. Genau, eine riesige Eisenader. Nein, das nehme ich mal nochmal kurz. Danke. Wir müssten wir wirklich mal ganz nach oben. Mit ganz nach oben meine ich wirklich komplett mal hoch. Boah, also ich finde ja, wir übertreiben es ein bisschen. Ich übertreibe? Nein. So. Ich versuche doch nur das Real Life nachzuempfinden. Und dafür bräuchte ich eigentlich noch ein paar Maschinen hier und Kohle. Ach, scheiß drauf. Ich frage mich auch, wie wir das machen wollen mit den höheren Schichten. Dass wir da hochkommen, ohne da irgendwie was. So. Na, ich find's aber richtig schade, dass hier weit und breit keine Diamanten mehr sind. Weil viel hätte ja jetzt nicht mehr gefehlt, um halt eben eine Diamantspitzhacke machen zu können, dann daraus ein Obsidianportal zu machen und dann daraus ja, genau, hier kommen wir ja hier raus. Genau, wir müssen noch ein bisschen höher. Ich wette, da oben ist Lava, oder? Alter! Sind hier irgendwo Fackeln, die irgendwie droppen könnten? Nein. Dann ist das ja nicht so schlimm, wenn wir uns hier alles krallen. So. Bing, 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 bing. Bingo. Und irgendwas sagt mir, was das hier gleich heißt. Abgang, Karren. Ich würde sagen, wir bauen uns mal hier so ein bisschen drumherum. Und dann um da. Bingo. Und dann können wir hier hoch. Können wir Fackeln? Sag mir nicht, ich war hier oben schon. Ach nee, ne? Ich war hier oben schon. Seit wann war ich? Nee, ne? Ach, wie geil. Und da ist noch mehr Eisen. Boah, mittlerweile. Ich bin in so einem Wahn momentan.
Alter. Und da haben wir schon wieder so ein scheiß Skeletten. Was mich auch nervt. Skeletten sind ja auch wieder so eine Nummer für sich. Ne? Thank you. Thank you. I hate you. I hate you. Oh Gott, ich bring dich um! Okay. Ein Schuss. Warum habe ich dafür jetzt nur einen Schuss gebraucht? Da oben geht's auch noch weiter. Im Grunde wäre ja der Knüller, wenn wir hier eine Mine, also so eine Lorenweg. Das wäre ein Knüller, ey, ohne Witz. Das wäre geil. Dafür würde ich, glaube ich, auch morden. So. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Toll, wie viel Eisen das war. Mittlerweile haben wir das hier aber schon ziemlich ausgerottet, ne? Ist die verzaubert? Scheiß auf die Drop-Chance. Mist. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich will unbedingt. Ich will unbedingt nachgucken, was er gedroppt hat. Komme, was wolle. Och, Menno. Shit happens. Bingo. Wir aber da oben einen Weg haben, daran erinnere ich mich jetzt aber nicht. Nee, nee, das ist hier dieses Riesending. Gut, What du? Bodenschätze. Da sagt jemand, Bodenschätze lohnen sich nicht. Natürlich lohnen sich Bodenschätze immer. Oh, Alter. Ohne Witz, ne? Mit der ganzen Kohle, die wir hier finden, ne? Die können wir problemlos hier den ganzen Essen hier ausgleichen. Komm, gib mir die Kohle. Nochmal kurz ein bisschen nom nom nom. Boah. Wäre cool, wenn wir auf unseren Spitzhacken noch effizient hätten. Das würde ich aber feiern. Da unten würde es sich jetzt nicht lohnen im Vergleich zu der Ader. Boah, aber vor allen Dingen die viel XP, ne? Und dann checken wir, glaube ich, hier nochmal ein bisschen den Weg. So. Ob wir hier irgendwo noch was Passendes finden. Ohne Witz, Reifeleistung, die wir hier erbringen. Könnt ihr noch jemanden, der noch effizienter eine Mine kalt kriegt? Ich nicht. Gut, ich würde aber sagen, beenden wir hier mal die Aufnahme und dann bis zum nächsten Mal. Auf. Noch nicht. Wiedersehen!